Moin Leute, das heutige Video wird gesponsert von Focus Home Interactive. Danke dafür. Denn wir spielen heute das Offroad-Game SnowRunner. Darauf freue ich mich, denn wir haben tatsächlich schon mal den Vorgänger zusammengezockt. Und zwar MudRunner. SnowRunner gibt es für den PC, da findet ihr das Game im Epic Game Store und bei Steam. Außerdem ist natürlich die Nintendo Switch am Start, sowie die PlayStation als auch die Xbox. Wenn ihr jetzt selber Bock habt auf das Game und selber mal eine Runde zocken wollt, dann guckt ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zum Game, da könnt ihr euch das runterladen. Und alles weitere steht auch in der Videobeschreibung. So Leute, jetzt würde ich sagen, geht's los. So Leute, da sind wir jetzt auch bei SnowRunner schon innen drinne. Das Game unterstützt übrigens auch Mods. Da könnt ihr euch dann die verschiedensten Sachen noch lockerflockig runterladen. Wir wollen doch jetzt aber mal eine Runde fahren. Ja, hier, neue Kampagne. Bam, ich bin gespannt. Wie gesagt, der Vorgänger war ja, oder ist ja MudRunner. Das Game soll sich aber ordentlich weiterentwickelt haben. So, willkommen in Michigan. Ja, vielen Dank für deine Beteiligung an der Bergungs- und Wartungsarbeit nach der verheerenden Flut. Ah, eingestürzte Brücke, benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Das ist kein Problem. Ich bin exzellenter Autofahrer. Finde den Wachturm. Oh, das sollte für mich doch kein Problem sein. Alter, das ist hier aber auch ein lüder Kampf jetzt hier. Oh. Jo, ja, sag mal, was ist denn hier los? Also ich bitte euch, ich kann das doch sowas. Hier nochmal ein kleiner Clip, wie ich damals mit der G-Klasse gefahren bin. Oh Gott, gefährlicher Wasserstand? Nein, meine G-Klasse, die habe ich doch erst einen Tag. Jo, ich fahre nicht mal 5 Minuten und ich habe meine G-Klasse zerstört. Ja, guck mal, oh, Schaden am Fahrzeug? Du hast deinen Truck beschädigt. Ah, sag mal. Das hat jetzt aber nicht lange gehalten. Winde anbringen. Nee. Ist schon gut so. Ich will mir den Schaden erstmal nicht angucken. Unsere erste richtige Mission hier. Die dürfen wir nicht verkacken. Es gibt irgendwie auch hunderte Missionen. Und auch Multiplayer. Ich bin exzellenter Autofahrer. Gelände deuten. Bei den Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen, darunter Straßensand und Schlamm. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Ja, okay, ich muss das jetzt kalkulieren. Entweder, nee, ich kalkuliere geradeaus, ist richtig. Vertraut mir. Wir huschen da einfach durchs Wasser. Und, ah, ja, gefährlicher Wasserstand. Komm, weiter. Alles gut. Ich dachte, das war's schon. Tankstelle. Hier kannst du Kraftstoff betanken. Ja. Ja, da tanke ich. Ich brauche eigentlich nichts. Aber ich tanke einmal. Wunderbar. Gut. Das ist jetzt aber ein bisschen gefährlich hier rechts rum, oder? Aber als erfahrener Snowrunner bin ich geschult. Oh, warte. Wir switchen um. Komm schon. Kein Problem für uns. War eine gute Idee. Und wenn wir unten links sehen wir aktuell unseren Schaden. Das sieht nicht gut aus. Ich schalte mal wieder um. Oh, ich glaube, da vorne ist der Wachturm. Was ist das für ein Pumpensymbol? Was ist denn bei uns da direkt kaputt gegangen? Mir ist der Motor abgesoffen. Sag mal, ich kann doch jetzt noch nicht mein Auto kaputt gemacht haben. Junge, denn vorne rechts hat er auch schon ordentlich was kassiert. Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr besser als Pedizel seid, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Wachturm entdeckt. Gut gemacht, du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Oh ja. Mission, finde einen Truck, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke nötigen Materialien zu tragen. Ja, das ist kein Problem für mich. Platziere... Okay, wir müssen unseren Weg markieren. Oh, hier ist ein Truck. Hier, das ist doch wichtig jetzt hier. Ja, Moment. Junge, aber das klappt doch nicht. Nee, wartet. Ich mach das. Wartet. Wir müssen hier längs. Hier runter in die City. So fahren wir. Und dann fahren wir zu dem Truck. So, dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt zum Truck fahren. Ja, hier. Ja, genau. Hier irgendwo rechts müsste es jetzt rumgehen. Warte mal, wir gehen mal in die Ego-Perspektive. Ja, moin, Alter. Wir haben hier aber noch ein paar Tricks heute auf Lager. Denn wir haben ja auch so eine Winde. Warte mal, bin ich jetzt hier gerade redig? Nee. Sag mal, wo fahre ich denn leer? Nein. Sag mal, ich muss einmal umdrehen. Komme ich denn hier irgendwie durch? Doch, ich kann auch hier längs fahren. Das ist kein Problem. Junge, wie wir bei dir. Entschuldigung. Oh, nee, da ist... Ah, sag mal, hör doch auf, jetzt hier einen Zaun hinzubauen. Aber da lasse ich mich natürlich nicht aufhalten. Gefährliche Steine. Junge, so ein Verrückter mit seinem Jeep. Fährt einfach durch euren Vorgarten. Ja, warte, hier rechts. Hier rechts halten. Ja, hier muss der Truck irgendwo sein. Oh, nee. Oh, was ist das denn jetzt? Hier geht's ja runter. Oh, nö. Ja, da ist er. Alter, das ist ein dicker Brummer.
Ja, moin. Du hast deinen ersten Sattelzug. Dieser Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen. Verfügt über keine Offroad-Option. Okay, wir sollten Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Was soll ich jetzt machen? Handbremse wird gelöst? Oh, Leute, du hast jetzt einen leistungsfähigen Truck für Schwertransporte. Leider bist du vom Festland abgeschnitten. Baue also die Brücke wieder auf, um die Werkstatt zu erreichen. Stahlträger? Ah, ja, ja, da mache ich. Nimm den Auftrag an. Okay. Ah ja, warte mal, aber wir brauchen hier vom Sägewerk Holzplanken. Aber als erstes Stahl oder was? On the highway to hell. Boah, Alter, es ist ein bisschen bumpy hier. Oh. Nicht auch noch bei Willi in Vorgarten fahren. Servus. Moin. Ich bin hier der Neue. Unser Auftrag ist es, der beste Liefertyp der Welt zu werden. Für Extremaufträge. Ah, hier muss ich aufladen. Ich muss da jetzt richtig ranfahren? Ja, okay, dann fahre ich jetzt erstmal. Sag mal, wie soll ich denn... Warte, nee. Das wird jetzt... Warte. So, hier. Und dann fahre ich rückwärts. Warte. Prachtverwaltung. Ha, es ist drauf. Laden. Bam. Let's go. Okay. Ja, dann bin ich bereit. Wand. Nichts passiert. So, Leute. Guckt euch das an. Endlich werden mich die Leute da draußen respektieren. Niemand wird mehr lachen. Oh, Paletto, du kannst nicht Auto fahren. Nee. Alle werden sich denken, Mensch, Paletto. Der kann nicht Auto fahren. So, ich glaube, hier fahren wir einfach mal längs. Sag mal, was soll das denn jetzt? Ja, scheiße, hier komme ich nicht durch. Das hatte ich vergessen. Ah, Mist. Ja, aber ich muss hier durch. Nee, ich könnte aber hier oben auch längs. Ach, Leute. Scheiß drauf, Alter. Ich weiß, wie das geht. Einfach durch. Einfach durch, Jungs. Drück die Daumen. Komm. Jawohl. Das ist mir doch egal. Ich lasse mir doch hier nichts verbieten. Junge, einfach durchgefahren. Das Game hat übrigens auch einen Season Pass. Was passiert? Oh Gott, wir haben irgendwie einen Schaden hinten links. Es gab schon drei Phasen. Die neueste, vierte Phase ist auch schon am Start. Da kommt immer neuer Kram hinzu. Bei der vierten Phase muss man so eine Raketenbasis wieder aufbauen. In Phase 4 gibt es 4 neue Wintermaps mit einer neuen Region. Amur Oblast, das ist in Russland. Wie gesagt, da muss man einen alten russischen Raketenstartplatz wieder aufbauen. Dann gibt es 2 neue Wagen, neue exklusive Sticker und Wagenskins. Und das ist kostenlos für alle, die SnowRunner bereits besitzen. So, wir kümmern uns jetzt aber erstmal hier um unsere Mission, bevor wir hier Raketenplätze aufbauen. Würde ich ganz gerne hier Frachtverwaltung, ja, entladen. Jawoll! Das ist ein Job, der mir gefällt. Nur müssen wir nur noch das Holz holen. Ich weiß gar nicht, was das eben war, weshalb mir da hinten links irgendwas weggeplatzt ist. Ja, da hinten links hängt es auch ein bisschen. Wir nehmen vielleicht dieses Mal den anderen Weg. Aber ach, mit genügend Schwung. So, Leute. Einmal alle bitte festhalten. Und es geht schon wieder los. Ja, komm. Oh, nein. Nein, ich habe mich festgefahren. Scheiße. Scheiße. Haben wir eine Winde? Windepunkt wählen. Ja, ich habe sie da vorne. Guck mal da. Da haben wir das Seil jetzt angehauen. Winde ziehen. Oh. Junge, der Baum war nicht stark genug. Da, Winde verbunden. Komm, zieh mich. Jawohl. Let's go. Wie geil. Zack, Winde gelöst. Okay, das war knapp. Das habe ich so jetzt nicht eigentlich eingeplant. Ah, jetzt müssen wir hier ja nochmal durch. Aber nee, ich fahre nicht durch dieses Wasserloch. Ich fahre hier rechts längs. Jawohl. Ich weiß doch, wo der Frosch die Loggen hat. Oh, Baum. So, ich fahre jetzt hier. Hier müsste es irgendwo längs gehen. Ja, okay, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht denn hier die Straße weiter? Ich sehe nicht. Ja, hier. Ah, das sieht gut aus, ja. Alles gut. Oh, nee, es ist nämlich wieder nicht alles gut. Sag mal, wir stecken schon wieder fest. Winde verbunden. Ja, das ist gut. Winde zieht. Und Gas. Oh, nee. Oh, nein. Junge, habt ihr das gesehen? Der hätte fast mein... Ja, jetzt sind wir draußen. Wir sind draußen. Junge, das sah so aus, als würde mein Auto gleich umkippen. Ja, aber wir haben uns durchgekämpft. Nichts hält uns auf. So, ich bin da, Leute. Lad auf. Perfekt. Ja, alles laden. Genau, ich brauche ja 2. Nice. Ah, jetzt ist es natürlich... Also, wir könnten auch hier unten längs. Hier ist es allerdings sehr überflutet. Aber, ach. Was soll schon passieren? Müssen wir aufpassen. Nicht, dass das Holz jetzt noch runterspringt. Alles easy, Leute. Alles easy. So, wo kommt denn jetzt mal hier wieder die Straße? Hier?
Sehr gut. Oh, jetzt geben wir hier aber ordentlich Gas. Jawohl. Leute, wir haben die Brücke. Ja, Fracht entladen. Let's go. Neuer Fahrerrang freigeschaltet. Ah, bisschen Kohle habe ich auch bekommen. Profilkontostand 8000 Ditcher. Renovierung der alten Brücke. Was für ein toller Anblick. Wie in den guten alten Zeiten. Jetzt kannst du die Halbinsel verlassen und die Werkstatt erreichen. Okay. Warum brauche ich denn eine Werkstatt? Bei mir ist doch nichts kaputt. Fahre ich jetzt nach links? Oh, nee. Wa- oh, oh, was war... Okay, so viel dazu. Hat jemand schon die Garage entdeckt? Oh, Alter, da vorne ist aber ein Wachturm. Oh, den könnte man bestimmt... Oh, das wäre wahrscheinlich gar nicht so doof, sich den Wachturm zu schnappen. Aber hier vorne rechts sehe ich doch auch was. Da hinten ist ein Auto. Da ist ein Truck auf dem Feld. Oh Gott. Scheiße. Ja, leicht was angehauen. Oh, hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Wir müssen hier, glaube ich, nach links. Weil da ist echt extrem viel Wasser. Und das weiß ich jetzt schon, dass wir da nicht durchkommen. Ich meine, wir haben ja hier schon Probleme. Also die Strecke war nicht die beste Idee. Yo, alles klar. Okay, hier wird es jetzt... Oh, scheiße. Was ist das denn hier? Hier ist ein Auto. Was bringt das? Was kann ich hier machen? Upgrade-Station entdeckt. Ja, ich will ein Upgrade. Upgrade erhalten. Bam! Erhöhtes Federungsset. Ja, danke. Oh, es wird so langsam, wird es auch Nacht hier. Oh, wir sind aber fast da. Das sieht gut aus. Ist hier rechts? Oh ja. Hier müsste die Werkstatt sein. Let's go. Du hast deine erste Werkstatt entdeckt. Was du bisher gemeistert hast, bildet den Kern des Spiels. Regionen erkunden, Wachtürme entdecken, Aufträge erfüllen, um Belohnungen zu erhalten. Werkstätten finden, um Fahrzeuge zu optimieren oder neue zu kaufen. Bam! Ah ja, Fahrzeug individualisieren, schön den Motor wechseln, ja. Trucklager. Ah, hier noch die anderen. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von SnowRunner. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr selber mal spielen wollt, geht ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist alles Wichtige verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.